Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute starten wir mal aus einer anderen Perspektive und zwar direkt mit der OVP der GeForce RTX 3080 Ti. Die konnte ich die Tage ergattern bei Notebooks Billiger, wo auch sonst hier in Deutschland. Und das ist ja nicht meine erste Faunus Edition, das ist jetzt insgesamt die dritte. Ich hatte ja schon die 3090, die habe ich ja verkauft und jetzt hatte ich eine lange Zeit die 3070 Ti, um genau zu sagen, seit Oktober. Und jetzt habe ich die 3080 Ti und in diesem Video will ich euch einfach mal über meine Erfahrungen mit den Karten berichten, beziehungsweise diese Karte hier, die neue, die muss ich mir erst nochmal anschauen. Klar gibt es viele Berichte und Tests zu, aber ich bilde mir meine eigene Meinung hier und nehme euch hier auf die Reise mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, hier seht ihr einmal die Karte noch in der OVP. Ich hole sie mal raus und wir gucken uns gleich auch nochmal die 3070 Ti im Vergleich an. Wirklich viel liegt natürlich nicht dabei. Außer das Adapterkabel, das ihr braucht, weil die Grafikkarte hat ja einen 12-Pin-Anschluss. Und dementsprechend haben wir einen 12-Pin auf 2-8-Pin. Und das war es auch, liegt bei der 3070 Ti und bei der 3090 auch nur dabei. Im direkten Vergleich sieht man, dass die 3080 Ti etwas länger ist. Und auch im direkten Aufbau sieht man, dass hier auch ein bisschen anders vorgegangen wurde. Und das setzt sich so auch auf der Rückseite fort. Wir können das einmal drehen. Und da sehen wir, dass wir ja hier noch ein paar Kühlfinnen haben. Das haben wir hier auf der Rückseite 3070 Ti nicht. Und ansonsten vom Design sind sie sich natürlich ähnlich, sind beides 30er Karten und dementsprechend auf jeden Fall schön anzuschauen. Ich bin mal gespannt, wie die sich schlägt bei der Temperatur und bei der Lautstärke. Die 3090 war ja eigentlich leise, sobald der Speicher aber zu warm geworden ist, hat der Lüfter voll aufgedreht und man hatte natürlich Spulenfiepen. Das hat die gute Karte auch, also die 3070 Ti. Ich gehe stark davon aus, dass die 3080 Ti das auch hat. Aber hierzu blende ich euch jetzt einmal kurz ein Video ein. So, ihr könnt jetzt mal hören, wie laut denn das Fiepen ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man kann es auf der Aufnahme hören. Im Videoschnittprogramm ist das übrigens nicht zu hören, sondern nur in Spielen. Wir sind gerade bei 120 FPS. Und man hört, das Fiepen ist auf jeden Fall lauter als der Lüfter selbst. Dementsprechend, ja, ist es schon so Kritik an den Founders Edition Karten. Ist ja nicht die erste, die ich habe. Ich habe ja auch die 3090 gehabt und die hat auch gefiept wie sonst was. Und so in den Foren liest man ja auch, dass die Founders Edition Karten schon etwas lauter fiepen als andere Karten. Und im Vergleich dazu, ich hatte ja schon einige 30er Karten und da sind die Founders Edition wirklich die, die am meisten fiepen. Die 3080 Ti eingebaut und was mir auf jeden Fall gefällt, ist wie auch bei der 3090, dass hier an der Seite das GeForce RTX Logo leuchtet und da oben haben wir auch nochmal eine Beleuchtung. Das können wir auch ganz einfach konfigurieren, wenn ihr denn andere Farben sehen möchtet. Ich finde das Weiß aber sehr elegant und lasse das deshalb auch. Anders als ich gedacht hätte, ist die 3080 Ti doch nicht so laut und sie hat auch nicht wirklich Spulenfiepen. Hört mal hin. Also man hört es ganz leicht raus, aber es ist nicht so schlimm wie bei meiner 3090 Founders Edition. Und nicht so schlimm wie bei der 3070 Ti Founders Edition. Und dementsprechend bin ich hier auf jeden Fall positiv gestimmt. Mal gucken, wie sie sich nach mehreren Tagen schlägt. Aber jetzt im ersten Eindruck würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall schon mal besser wie bei den anderen zwei Modellen. Und das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, da die Karte ja auch insgesamt ein bisschen kleiner ist als die 3090. Die 3090 ist ja etwas dicker und belegt 3 Slots. Und hier sind es ja nur 2. Dementsprechend, ja, gilt es wie fast immer, man sollte nicht zu schnell ein Vorurteil bilden und das hat diese Karte definitiv mal wieder bewiesen. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Praxis, hier wieder im Warsunner, ihr kennt es ja nicht anders von mir. Und wir erreichen bei der 3070 Ti Founders Edition bis zu 80 Grad Celsius, hier bei mir mit offenem Gehäuse bei 23 Grad Raumtemperatur sind es dann unter 80 Grad noch, aber wenn das Gehäuse geschlossen ist, dann seid ihr auf jeden Fall bei den 80 Grad. Die Lautstärke ist in Ordnung, ihr seht ja auch die Drehzahl der Lüfter. Es ist passabel, klar ist jetzt kein Silent-PC in dem Sinne, wie wenn ihr eine Wasserkühlung verbaut habt, aber es ist angenehm. Mit Headset werdet ihr das auf jeden Fall nicht hören. Mich hat es jetzt auch nicht gestört und das Gehäuse ist eigentlich immer offen, deswegen staubt es auch mal so schnell zu, aber das ist was anderes. Und wenn wir uns die Taktraten anschauen, ja, 1900 MHz rum, Pi mal Daumen, es schwankt natürlich, wie ihr es von den RTX-Karten ja kennt. Und ansonsten ist das Spulenfiepen auf jeden Fall lauter, wie ihr es eben schon gehört habt. Die Lautstärke ist ja nicht so das Problem. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal an, wie es aussieht, wenn wir hier den GPU-Takt erhöhen, wie hoch die Temperaturen dann werden. Wie man ja schon am GPU-Takt und am Speichertakt sieht, sind wir jetzt hier mit Übertaktung unterwegs. Und der GPU-Takt
ist um 200 MHz erhöht und der Speichertakt um 1300 MHz. Man kann den Speicher auch weiter übertakten, allerdings geht dann ein bisschen die Leistung runter. Das ist immer schwer zu sagen bei den RTX 30 Modellen. Man kann immer mehr geben, aber es bringt am Ende nicht mehr. Dementsprechend muss man dann schon auf die FPS achten, wann es runterdroppt und wann nicht. Und hier war es bei 1300 MHz. Und was man auch sieht, ist, dass die GPU-Temperatur etwas wärmer wird mit 81 Grad Celsius. Wenn das Gehäuse jetzt nochmal geschlossen wäre, dann wird es nochmal ein Stückchen wärmer. Und das ist natürlich dem Stromverbrauch geschuldet, der auch nochmal ansteigt. Im Übrigen, wir können das Power-Target hier um 10% anheben. Das bewegt sich auch so im Rahmen, was ihr bei den Custom-Modellen machen könnt. Und dementsprechend war es das jetzt hier für die 3070T, meine Erfahrung damit. Mich hat nur das Spulenfiepen größtenteils gestört. Ansonsten war ich eigentlich recht zufrieden. Von der Leistung her hat es auch gepasst, da ich ja hier in meinem Hauptspiel War Thunder DLSS auch aktivieren kann und dementsprechend die FPS richtig hochschießen und ich da eigentlich nicht mehr Leistung brauche. Allerdings gibt es doch ab und zu mal so ein paar Punkte, wo die FPS ein bisschen runterdroppen. Ist eigentlich nicht so störend, allerdings hatte ich jetzt die Chance für die 3080 Ti und dementsprechend habe ich zugeschlagen und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze da verhält. Was uns bei einem Blick auf GPU-Set auf jeden Fall auffällt, ist, dass die 3080 Ti mehr Leistung hat. Wen wundert's bei dem höheren Namen, den sie trägt? Und was uns auch auffällt, wenn wir einmal hier in HW-Info einen Blick reinwerfen, dass die Stromaufnahme nicht so weit weg ist. Die Stromaufnahme ist mit der 3080 Ti jetzt ungefähr so hoch wie mit der 3070 Ti mit 10% mehr Power Target. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, finde ich, da wir hier auch deutlich mehr Leistung haben. Die GPU-Temperatur liegt auch auf dem Niveau der 3070 Ti, das verwundert mich schon ein bisschen. Klar, die Karte ist länger und die Stromaufnahme nicht wirklich viel höher. Allerdings sehen wir ja aufgrund der Stromaufnahme und des Kühlers, wir haben ja einen direkten Vergleich von 3070 Ti zu 3080 Ti, dass der Kühler schon was bringt, auch wenn er noch ein bisschen länger ist. Er bringt auf jeden Fall was und das ist ja schon mal was Positives. Die Karte ist auch nicht so laut, wie ihr gerade eben schon gehört habt. Das Spulenfiepen ist auch nicht so krass. Also bisher bin ich wirklich positiv überrascht und finde sie besser als die 3070 Ti und die 3090, die ich hatte. Allerdings können es auch Montagsmodelle gewesen sein, die ich gehabt habe. Das kann auch mal passieren. Da habe ich dann wohl Pech gehabt. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei eurer Founders Edition ist. Würde mich wirklich sehr interessieren, damit wir hier auch mal eine breite Meinung festhalten können. Und ansonsten, Lüftergeschwindigkeit und alles weitere seht ihr ja. Und auch die Taktraten, ja, die sind ein bisschen niedriger wie bei der 3070 Ti. Aber die 3080 Ti, die hat ja auch mehr Shader. Dementsprechend ist das nicht so verwunderlich. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken mal, wie sich die Karte mit OC verhält und wie viel wärmer sie dann wird. Ja, was soll ich sagen? 14% mehr Power Target hat die 3080 Ti und das führt dazu, dass die Karte auch wärmer wird. Ihr seht, wir sind jetzt bei 80 Grad und nicht mehr bei 77 Grad. Und was man auch sieht, wir haben einen höheren GPU-Takt, der liegt jetzt bei fast 2 GHz. Und was wir auch sehen, ist, dass das Power Target bzw. der Stromverbrauch deutlich gestiegen ist. Von ca. 330 Watt auf 390 Watt. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Aber der Kühler bekommt hier auf jeden Fall die Temperaturen noch runtergeregelt und die Karte wird nicht so viel lauter. Circa 100 Umdrehungen, das ist noch in Ordnung. Je nachdem, wie lang ihr spielt und wenn ihr ein geschlossenes Gehäuse habt, wird es natürlich lauter und auch wärmer. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel mehr MHz ich in MSI Afterburner eingestellt habe, das sind 200 MHz bei der GPU und 1400 MHz beim Speicher. Auch hier gilt, wie bei der 3070 Ti, Speicher-OC ist immer so eine Sache bei den RTX 30 Karten und dementsprechend achtet immer darauf, ob die Frames droppen, wenn ihr ein bisschen höher geht oder auch nicht. Hier war es nicht der Fall, erst ab 1500 MHz sind die FPS dann runtergegangen, aber generell könnt ihr auch einfach nur 1000 MHz einstellen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das zeigt mir meine Erfahrung in der Vergangenheit, ich hatte eigentlich keine Karte, die keine 1000 MHz geschafft hat. Einfach den Speicher auf plus 1000 MHz einstellen und dann läuft das Ding, da müsst ihr nicht viel rumexperimentieren. Und so viel mehr bringt es einfach nicht, vor allem bei den großen Modellen, bei der 3080 Ti oder der 3090. Die haben ja schon 384 Bit, dementsprechend hohe Speicherbandbreite. Und ihr seht ja jetzt, wir sind bei 1050 GB die Sekunde und dementsprechend ist es hier auf jeden Fall nicht das Limit. Bei den kleineren Karten kann sich das dann schon lohnen, zum Beispiel die 3060 oder die 3060 Ti, aber die 3060 lohnt es sich auf jeden Fall mehr. Kommen wir zum Gesamtfazit. Die 3080 Ti gefällt mir hier insgesamt besser als die 3070 Ti. Nicht nur was die Leistung angeht, das ist ja irgendwo klar, sondern auch was die Lautstärke angeht und das Spulenfiepen, da schlägt die 3080 Ti sich besser. Muss aber auch dazu gesagt sein, dass ich die 3080 Ti jetzt auch nur ein paar Stunden drin hatte
und die 3070 Ti seit 3 Monaten. Dementsprechend kann ich da eher ein Gesamtbild für die 3070 Ti abgeben als für die 3080 Ti. Die muss ich noch bewähren. Wenn ihr Interesse habt, dann kann ich da auch gerne nochmal ein Video zu machen. Und die Problematik von allen 30 Founders Edition Karten ist, dass diese schon wärmer werden wie die Custom-Modelle. Dementsprechend ja, muss man damit klarkommen, dass man da ein paar Grad mehr stehen hat. Aber gut, man hat ja im Endeffekt noch die Garantie, falls irgendwas kaputt gehen sollte. Und dass die Karten ein bisschen lauter sein können und auch eher Spulenfiepen haben als die Custom-Modelle. Aber es muss auch dazu gesagt sein, aufgrund dieser ganzen Struktur der Karten sind die Founders Edition Karten auch stabiler. Die hängen nicht durch. Custom-Modelle, die haben das mal gerne, wenn die 3 Lüfter haben, also auch länger sind dementsprechend, dann hängen die gerne mal durch. Wenn es euch nicht stört, dann ist es in Ordnung. Aber hier hängt auf jeden Fall nichts durch bei den Karten. Und was ich übrigens bei der 3070 Ti noch schön gefunden hätte, wenn die auch eine Beleuchtung hat. Die 3080 Ti hat es, kostet aber auch ein bisschen mehr Geld. Und wenn wir schon beim Thema Geld sind, 1200 Euro UVP für die 3080 Ti finde ich zu hoch. Vor allem im Vergleich zur 3080 und jetzt soll ja noch die 3080 mit 12 GB kommen. Dementsprechend wird diese wahrscheinlich die Lücke füllen zwischen der 3080 und der 3080 Ti und das ist einfach zu viel. Wenn ihr die Chance habt, kauft euch eine 3080, aber die sind leider immer schnell weg bei den Drops, muss ich sagen. Und ich habe auch nur die 3080 Ti bekommen, was heißt auch nur, ich hätte lieber die 3080 gehabt, da die mir reichen würde. Jetzt habe ich die 3080, nehme ich jetzt so hin. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Die Straßenpreise für die Custom-Modelle sind ja deutlich höher wie 1200 Euro von der 3080 Ti. Und dementsprechend will ich mich da auf jeden Fall nicht beklagen. Für die 3070 Ti habe ich ja auch nur die UVP bezahlt. Und am Ende nochmal ein kleiner Tipp von mir am Rande. Bei mir ist es meistens auch Zufall, wenn ich die Karten kaufe. Aber ich habe Telegram auf dem Handy, Telegram auf dem Rechner. Dementsprechend werde ich dann benachrichtigt von Part Alert, wann eine Karte verfügbar ist. Und sobald die erste Karte droppt, ihr könnt natürlich Pech haben, das ist genau die Karte, die ihr wollt, dann passt auf. Loggt euch bei Notebooks Billiger ein, dann ist der Zahlungsweg schneller. Das heißt, wenn ihr eure Zahlungsmethode gespeichert habt, das solltet ihr auf jeden Fall haben, weil sonst habt ihr meistens gar nicht die Chance, eine Karte zu kaufen, weil dann der Shop abschmiert oder sonstiges passiert oder die Karte auch nicht mehr verfügbar ist. Und dementsprechend, ich mache so, wenn der erste Drop kommt, dann bleibe ich eingeloggt. Ihr könnt natürlich auch immer eingeloggt bleiben, ist aber nicht so sicher. Und dann seid auf der Hut, wenn der erste Drop war, dann wird bestimmt noch ein zweiter kommen. Muss nicht immer sein, wir hatten auch schon Fälle, wo dann nur 2 Modelle zur Verfügung standen und dann war es das. Und was ich euch auch als Tipp geben kann, versucht eher euer Glück bei den Karten, die nicht so beliebt sind. Das heißt, eine 3060 wird schnell weg sein, da viele eine günstige Karte haben wollen. Eine 3060 wird auch schnell weg sein, eine 3070 auch. Die 3070 Ti ist ja nicht so unterschiedlich zur 3070. Und dementsprechend noch nicht so beliebt. Ihr wisst es ja, ich habe ja auch ein Video darüber gemacht und habe sie dann doch gekauft. Weil es sind nochmal 100 Euro Differenz, aber diese 619 Euro UVP für die 3070 Ti sind auf jeden Fall besser wie alle anderen Preise. Ich meine, eine Custom-Karte kostet aktuell über 1100 Euro und da müssen wir nicht drüber reden, da kauft man sich eine 3070 Ti. Und bei der 3080 Ti ist es genauso. Der Aufpreis ist nochmal deutlich höher zur 3080, dementsprechend schlagen auch wenige zu, obwohl auch generell wenige Leute so viel Geld ausgeben für eine Grafikkarte. Auch wenn es aktuell so wirkt, dass das mehr Leute machen, weil die Preise halt gestiegen sind und man dann eher eine 3080 Ti für 1200 Euro kauft, statt eine 3070 oder 3070 Ti. Und bei der 3090 könnt ihr eigentlich auch zuschlagen, da hat man meistens auch Glück, weil das 1500 Euro sind und das möchte auch kaum jemand ausgeben, beziehungsweise es können nicht viele so viel Geld ausgeben. Alternativ ist jetzt euch überlassen, könnt ihr natürlich das Ganze auch auf Raten kaufen. Sei mal dahingestellt, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Zumindest habt ihr eine Grafikkarte und bitte verkauft die Karten nicht teurer weiter, denn das macht den Markt nur noch komplizierter und teurer und das wollen wir nicht. Also wir sind aktuell schon bei einer Lage, die keiner von uns möchte. Auch wenn ich jetzt schon öfters das Glück hatte, aber ich bin halt auch immer auf der Hut. Ich habe Telegram auch auf dem Rechner an und sobald ein Drop kommt, schlage ich dann zu. Manchmal vergesse ich auch und dann habe ich schon den einen oder anderen Drop verpasst. Aber mein Handy informiert mich immer, obwohl das Handy nicht so schnell ist. Und auf dem Handy bzw. Smartphone, wie es ja eigentlich heißt, da hatte ich bis jetzt noch kein Glück. Dementsprechend benutze lieber den PC, denn da ist die Wahrscheinlichkeit meiner Erfahrung nach etwas höher. Das war es auch schon für das Video. Am Ende möchte ich euch nochmal danken an alle, die bis hierhin zugeschaut haben.
Und an alle, die meinen Kanal abonniert haben und mich dieses Jahr so fleißig unterstützt haben. Ich hoffe, das nächste Jahr wird besser, auch was die Preise angeht. Aber ich vermute irgendwie nicht, denn wie einige Chip-Giganten ja schon prophezeien oder schon voraussagen, soll das ja auch nicht wirklich besser werden. Vielleicht bekommen wir ein paar neue Modelle, wo wir dann etwas mehr Glück haben, die Karten zu bekommen. Wenn es so ist, dann mache ich auch wieder ein paar Videos zu ein paar Grafikkarten. Ansonsten, es gibt ja noch genug Mainboards, die getestet werden wollen. Da sollen ja auch günstige kommen. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für das Video, sonst wird es zu lang. Ich mache nochmal ein separates Video zum Abschluss. Und vergesst das Abonnieren bitte nicht und die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.